So, die fahren wir jetzt noch. Fahrt beginnen. Und zwar fahren wir die jetzt mal mit dem Setra. In der Dämmerung. Das andere lassen wir wieder aus. Auf geht's! Also Fakt ist, wenn du jemanden tötest, kannst du eigentlich die Fahrt abbrechen, weil mit der verdienst du halt nichts mehr. Das ist ein bisschen rot. Was ist denn jetzt wieder für ein Stress? Wieso bremst du denn so? Jetzt mal links. Ich meine, wenn wir jetzt dann da gleich drüber fahren über die große Hauptstraße, über die Querstraße, dann müssen wir uns eh links einordnen. Also die Ampel kommt, genau. Steht der Blitzer wieder? Und ich glaube, wenn du rechts bist, musst du rechts abbiegen. Genau so ist es. Sehr cool! Wirtschaftsbereich rein. Ich hätte nicht bleiben sollen. Wieso zeigt ihr mir denn jetzt diese Wirtschaftsstelle nicht an? Ist doch eigentlich eine, die ich anfahren muss. Ist doch nichts damit zu tun vielleicht. Ist doch ein Bug. Keine Ahnung. Ja, was ist denn jetzt? Hä? Da ist doch gar keiner raus? Oder war das der Typ hier? Ich habe ihn nicht aussteigen sehen auf jeden Fall. Jetzt kommt noch ein Bordstein hinten. Jetzt fällt er noch an. Okay. Meine Güte. Thank you.
Fuck. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina! Ich überlege, mir einen Hund anzuschaffen. Echt? Kommt's? Also, ich glaube, das wäre total schön. Natürlich. Oh, das hat sie gemeint. So. Die erste im Industriebereich. Hinter mir ist noch ein Bus. Jetzt würde ich fast gerne mal durchkontrollieren hier. Was? Na klar, hier. Ich habe Ihnen meine Fahrt. Was? Ach so, hier. Klar, hier. Na klar. Bezahlt. Da. Krass. Was ist denn jetzt? Nee, oder? Wo habe ich denn jetzt bitte den Fußgänger angefahren? Verdammte Scheiße! Da steht noch ein dritter Bus. Fuck. Ist doch schon wieder zum Kotzen, ey. Da war doch halt gar keiner. Wo war denn der? Scheiße, ey. So, jetzt fahren wir an die Haltestelle. Da waren wir noch gar nicht. Das ist doch schon wieder Kacke. Da war keine. Wie soll ich denn da den Fußgänger anfahren, wenn vor mir keiner ist? Das muss ich mir nochmal angucken hier. Das gibt's doch nicht. Habt ihr was übersehen? Ach, ja, schön. Lasst uns blinken. Wieder 20.000 Miese. Wieder nichts verdient für die Fahrt hier. Kacke. Also selbst nicht verdient. Die anderen fahren ja auch die Busse, ja. Natürlich verdienen wir jetzt unterm Strich was für diese Aktion. Aber die Fahrt hier jetzt ist quasi für die Katz. Hä? Wo fahr ich denn hin? Bin falsch. Bin zu früh abgebogen.
Vor lauter Überlegen, wo ich jetzt hier einen angefahren habe. Aber hier oben waren wir auch noch nicht. Komm, schauen wir uns mal an. 30 Sekunden haben wir noch. Das noch gleich. Gruyère, Couvert, Gruyère. Ah, oh, stimmt. Eng. Es war Gruyère. Da kommt ein Auto. Ich fahr trotzdem mal raus. Oh nö, jetzt fährt er mir echt rein, der Pisser. Der sieht doch, dass ich da bin. Ich hätte ja nicht gedacht, dass er stimmt, aber Christina ist abortiert. Ist da runter, oder? Scheiße, ey. Jetzt haben wir so wieder ein bisschen Mist gebaut. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Wir sind eine zu früh abgebogen. Blöd hier von der Darstellung, ne? Wenn da das Haltestellenzeichen so fett drüber prangert. Scheiße, kommen wir hinten über den Bordstein, oder? Gut. Stau hier wieder. Oh Mann, ey. So, jetzt überfahren wir wieder ein paar Leute, die sich vor meinen Bus legen. Immer noch gutes Timing, obwohl ich eine Minute drüber bin. Kann man wieder blinken, wenn jetzt mal ein Spacken da kommen. Alle drin? Sieht so aus. Ich bin einfach so losgefahren hier. Da war noch keine. Ich muss mir noch angucken. Das ist ärgerlich. So, zwei Haltestellen haben wir noch. Oder drei? Oder zwei? Ist das hier eine Haltestelle? Nö. Ist auf der anderen Seite, ne? Da, das siehst du irgendwie... Was? Nö. Das siehst du irgendwie schlecht, finde ich. Auf der Minimap. Wieder rechts, ne? So, da vorne müsste jetzt dann die Haltestelle sein. Ja, Bodenwelle. Schönes Mal. Ganz ruhig hier, Leute. Springt nicht wieder auf die Fahrbahn. Absolut pünktlich. Danke sehr. Tatsache, hey, 5 Sekunden. Tschüss. Bis dann. Stimmt noch wieder aus. So, rein hier. Auf zur Endstation. Was ist denn jetzt?
glaube, ich habe die Kurve zu eng genommen. Keine Ahnung. Ich fahre jetzt dann wieder Gelenkbus. Das ist einfacher. Sägewerk? Die Welt hat ausgesehen, als würde sie Schlaf annehmen. Furchtbar. Die Fahrt war absolut für die Tonne. Muss ich noch Geld mitbringen jetzt. Nein! Oh. Mit dem Gelenkbus kommst du echt besser um die Ecken. Das sind meine Busse. Der Gelenkbus, siehst du? So, jetzt bin ich mal gespannt, ey, das war die reinste Horrorfahrt. Kommt wieder Dreck im Bus. Sieht so aus. Wo liegt der Schrott? Da ist es irgendwo hinten. Was? So, dann gehen wir jetzt mal wieder über die Schnellauswahl raus, weil mehr Geld können wir eh nicht mehr machen. Jetzt bin ich gespannt, wie viel ich zahlen muss. Ach du Scheiße, 10.000! Verdammte Axt, der zwei Kollisionen oder waren es drei? Keine Ahnung. Und ein Fußgänger, der auf einmal vorm Rad lag. Keine Ahnung. Verdammte Axt, ey. 10.000 Abzug und immer noch 82.000. Verdient. Meine Güte, ey. Scheiße. Na egal, was soll man sich da ärgern? Ich habe 82.000 gut gemacht, kann mir nur einen Bus kaufen. Und einen Fahrer. Ja, wir haben ein bisschen Geld verdient. Diverse Menschen getötet, warum auch immer. Beim einen, okay, hätten wir vielleicht... Naja, aber jetzt hätte ich nicht mehr abbremsen können. Keine Ahnung, die sprang auf einmal auf den Zebrastreifen, gute Frau. Und den anderen habe ich nicht mal gesehen. Keine Ahnung, wo der war. Muss ich mir hier vielleicht im Video nochmal angucken. Vielleicht sehe ich es da. Kein Plan. Auf jeden Fall werden wir hier jetzt diese Strecke nochmal neu fahren. Und dann hoffentlich auch hier den Punkt erfüllen. Und ja, es bleibt spannend. Was soll ich sagen? Wir bleiben dran. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen natürlich. Lasst gerne ein Däumchen da, wenn euch die Folge gefallen hat. Ihr könnt auch das Glöckchen aktivieren hier auf YouTube, dann kriegt ihr mal eine kleine Nachricht, wenn eine neue Folge online geht, wenn ihr das weiter verfolgt. Und gerne auch ein Abo, falls es noch nicht der Fall ist. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder im Bus-Simulator. Ich freue mich drauf, bis dann und ciao!